Achtung, dieses Video enthält Spoiler für Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers. Als ich in Episode 9 direkt am Anfang sah, wie Imperator Palpatine als lebendige Person zurückkehrt, war ich zugegebenermaßen überrascht. Die große Frage, die sich dabei wohl jeder stellte ist, wie überlebte Imperator Palpatine Episode 6? Diese Frage wird mit Sicherheit irgendwann mal in einem Film, einer Serie oder einem Comic beantwortet. Trotzdem schauen wir uns heute rückblickend auf Episode 9 die drei möglichen Wege an, wie Imperator Palpatine überlebt hat. Wenn ihr außerdem keine Videos zu Episode 9 mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Vorneweg möchte ich sagen, dass Palpatine in Episode 9 zu Kylo Ren selbst sagte, dass er bereits gestorben ist. Wir wissen also, dass der Fall in dem Reaktorschach in Episode 6 nicht zu Palpatines Plan gehörte. Auch der Schrei Palpatines war nicht ein Schrei von Freude sondern von Furcht und Angst. Nichtsdestotrotz war Palpatine auf so ein Szenario vorbereitet. Palpatine überlebte durch Snoke. Durch Episode 9 wissen wir, dass Snoke von Palpatine erschaffen wurde. Alles, was Snoke jemals tat, wurde von Palpatine bestimmt. Diese Theorie besagt, dass Palpatine in Episode 6 physikalisch starb, aber dass er seine Seele in den Ring, den Snoke besitzt, übertragen konnte. Denn den Ring, den Snoke hat, ist mit den vier Weisen von Duarte beschriftet. Diese waren umstrittene Gesetzgeber in den frühen Jahren der Republik, und Palpatine selbst hatte Statuen von diesen in seinem Büro. Der Ring Snoke's ist ein Artefakt der dunklen Seite, und daher wäre es logisch, dass Palpatine seine Seele in diesen Ring übertragen konnte. Die zweite Theorie hängt mit dieser zusammen und erklärt, wie er als Person zurückkehrte. Palpatine klonte sich selbst. Gerade wenn man bedenkt, wie viel Palpatine auf Kamino, Jakku und Exagol mit Klonen herumexperimentierte, wäre es wirklich nicht verwunderlich, wenn Palpatine sich selbst klonte. Dieser Theorie zufolge nach wäre Palpatines Seele in Snoke's Ring übergegangen und hätte mit der Hilfe Snokes seine Seele in einen Klon von sich selbst übertragen können. Dies würde aber nicht erklären, warum Palpatine in Episode 9 so mitgenommen aussieht. Wenn man seine Wunden und Narben genauer betrachtet, dann sieht man, dass Palpatine einen schweren Sturz hinter sich hatte. Und damit kommen wir direkt zu dritten und meiner Meinung nach sinnvollsten Theorie: Palpatine verhinderte seinen Sturz. In der Comicserie Star Wars Age of the Resistance sehen wir, wie Snoke bzw. Palpatine Kylo Ren trainierte. Dabei ließ Snoke Kylo Ren von einer Klippe fallen. Kylo Ren fiel danach in die Richtung von kristallartigen Spitzen. Snoke sagte ihm, dass er seine Furcht und seine Angst benutzen soll, um sich selbst zu retten. Sprich, Kylo Ren konnte sich durch seine Furcht und seine Angst vor seinem Tod retten und fiel eben nicht die Schlucht hinunter. Und gerade dieses Beispiel weist so viele Parallelen zu Palpatines vermeintlichen Tod auf. Denn wie ich in der ersten Theorie erklärte, war der Schrei von Palpatine ein Schrei von Furcht und Angst, als er den Reaktorschach herunterfiel. Was, wenn Palpatine also ein ähnliches Manöver anwendete und sich vor dem Fall retten konnte? Natürlich brachte die Explosion Palpatine fast um, aber er fiel nicht zu Boden. Dies würde gleichzeitig auch erklären, warum er so viele Verletzungen und Narben hat und in Episode 9 quasi tot ist. Und so unlogisch wäre dies gar nicht, denn Darth Maul überlebte seinen Fall, der um einiges tiefer war auch. Und Palpatine als der mächtigste Sith Lord aller Zeiten ist ganz sicher auch imstande, eine Explosion irgendwie zu überleben. Ich persönlich denke, dass eine dieser Theorien wahr ist. Am logischsten finde ich hierbei die letztere. Denn diese letzte Theorie würde auch Sinn ergeben, weil sie keine Verbindung zu Star Wars Legends hat. Denn in Legends klonte sich Palpatine selbst und übertrug seine Seele, und ich würde diese Art zwar nicht schlecht finden, aber ich denke nicht, dass Lucasfilm einfach die Legends-Version übernehmen wird. Denn man muss auch den ökonomischen Aspekt sehen. Über das, was mit Palpatine zwischen Episode 6 und 9 geschah, könnte man locker einen Film oder eine Serie drehen. Und das Gute daran ist, dass es wirklich jeden interessieren würde. Es ist nicht so wie bei Rogue One und Solo A Star Wars Story, wo sich Lucasfilm neu versucht hat, sondern jeder Star Wars Fan wüsste gerne, wie Palpatine überlebt hat. Wenn ihr jetzt aber sagt, nein, das ist absoluter Schwachsinn, dann schreibt ihr gerne eure Theorien in die Kommentare, damit wir eine kleine Diskussion auslösen können.